kalt ist. Ich habe hier jetzt ein englisches Buch liegen. Jaya Radha Madhava Tulya Vihare Gopi Chana Ballabha Kirivara Gopijana Ballabha Kirivara Thank you.
Das Divine Grace ist die Bhakti Vedanta Sagaharasa Upadki, Ananda Kuri Vaishnava Vindige Chaya, Vacharishas Thaku Vijaya, Bremse Gasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shiva Sambhuda Vakta Vindaki, Shri Shri Radha Krishna Prabhu Kapita Chantanda Rata Kuri Vidange Chaya, Venda Vandam Gijaya, Natada Dam Gijaya, Navitam Gijaya, Jagannath Puri Dam Gijaya, Gungamani Gijaya, Yavanavai Gijaya, Tadasi Devi Gijaya, Bhakti Devi Gijaya, Samavira Vapendra Gijaya, Rauda Pramanandi. All glories to the assembly of devotees, all glories to the assembly of devotees, all glories to the devotees, all glories to Shri Shri Gauranga, all glories to Shri Prabhupada. So let's change to English. We're reading from the Transcendental Diary, Travels with His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, October 1976 to November 1976 by Hari Sauri Das. So Srila Prabhupada is in Vrindavan. So we continue. As he mentioned yesterday, Prabhupada again cited Srila Haridas Thakur as a perfect emblem of tolerance and mercy. He was beaten in 21 bazaars, which can be with cane because he was a Mohammedan. And in those days, a Mohammedan kingdom was going on. Patan ruling. So the Qazi, he saw that one Mohammedan, he has become a devotee of Krishna. So he caught him. So he caught him. So with great fortune, you became a Mohammedan, and now you are taken to Hinduism. You are so unfortunate. So he could understand that he is a rascal. What I shall talk with him and argue with him? He simply said, sir, what is the fault there? Just like so many Hindus, they sometimes become a Mohammedan and support if I have become a Hindu. What is the wrong there? So the Qazi took it very seriously. Oh, you are answering? All right. Order him that you beat this man in 21 caning. 21, there's no more, just point, point, point. Caning. So Haridas Thakur was beaten in public market. The idea was that a beating, he would die. But he did not die. Then the man who were given in charge to beat him, they became afraid. So if this man is not dead, then the Qazi will take us. If this man is not dead, then the Qazi will take us very seriously that we have not beaten him seriously. So they began to flatter him. Sir, unless you die, we'll be dead. One life is in our life is in great danger. So Haridas Thakur made a show of death, and he was brought before the Qazi that here the body is dead. So sometimes this kind of tribulation is there. Jesus Christ, what was his fault? He was preaching about God or Krishna. That was his fault, and he was crucified. So this is the world. This is the world. As soon as you become, this is Maya's arrangement. Maya, as soon as she sees that this man is going out of my hand, she puts so many tribulations, and we have to tolerate them. Trinada api sunichena taruriva sahishnana. Amanina manadena kirtaniya sadahari Chaitana Chaitamita Adi 1732.
But you cannot stop kirtan. That is not possible. He advised us to follow the great devotees, the Mahajans, and in an interesting aside, he explained the Indian system of identifying different classes of men with particular titles, and then gave the real meaning of Mahajan. Mahajan is also addressed in India to the Baniyas, means the mercantile class, Mahajan. The Brahmana is addressed as Pandita, and the Kshatriya is addressed as Thakura, and the Vaishyas are addressed as Mahajan, and the Shudras are addressed as Chaunduri. This is Indian etiquette. So we are not talking about the Banya Mahajan. Mahajana are described in the Shastras, 12 Mahajans. So they are 12 Mahajans, and we have to follow these Mahajans. The Rishab Deva is also Mahajana, and the great Maharaj is Krishna. Nitya Nityanas Chaitanas Chaitananam, Katha Upanishad 2.2.13. Jana means life, and Mahajan, the Supreme Person. So Mahajana Yena Katha Sapanta, Srimad Bhagavatam 6.3.20, we have to follow the footprints of great saintly persons, devotees, Mahajana. Always practical and realistic, Prabhupada stressed that in referencing Lord Rishabhadeva, he did not mean that we should do exactly as he had done. In the Kali Yuga, it is not possible to imitate Dvajara Briti. It is not possible because we are already so weak. Manda sumanda matayo manda bhagya uparuta. Srimad Bhagavatam 1.1.10. This is our position. We are very unfortunate, every one of us. We are very bad, manda, bad habits. So it is not possible to imitate Rishabhdev or Haridas Thakur. Don't initiate, but try to follow. Don't imitate, but try to follow. Anukarana is not good. Anukarana means false imitation. That is called anukarana. And anusharana means to follow. Try to follow as far as possible. So we have got good opportunity to follow Chaitanya Mahaprabhu. That is intelligence. Yajyai sankirtana praya yajanti hisumedasha. Srimad Bhagavatam 11.5.32. There's no need of unnecessarily accepting tribulation, which is impossible in this age, when we are so much disturbed. We are already dead, just like animals. Therefore, it is a special concession. Kaler dosha niredajam ehikumahanguna kirtanadeva krishnasya mukta sangha parambhajat. Srimad Bhagavatam 12.3.52. Simply try to chant Hare Krishna mantra very sincerely, without any offense. It is not possible to imitate or even follow Rishabhdev's process of self-realization. In the Kali Yuga, it is not possible, but as it is recommended in the Shastra, as Rishabhdev in his another incarnation, Chaitanya Mahaprabhu, is teaching. Kalau nastyeva 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 gatira nandhyata. Hare nama, Hare nama, Hare nama eva kevanam. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 17.21. Chant Hare Krishna and you will get perfection. It is a great class full of vigor and praise. Everyone was thoroughly enlivened and gratified. Prabhupada's absolute conviction permeates his every action and word, and his presence and associations act as a surety of success for all of us
and the execution of our spiritual lives. So, is there any question regarding what you read? Irgendwelche Fragen zu dem, was wir jetzt gelesen haben? On how many grounds did Adidas start with Chant? Yeah. Oh, ja, ja. Über 300.000 Namen hat also Chant. Kannst du ja mal ausrechnen. Ich habe hier keinen Kalkulator im Augenblick. Ja, dann noch eine Frage. Entschuldige, dass ich die nicht so konkret beantworten konnte. Noch eine andere? Ja, ein Zweifel. Dann machen wir weiter mit dem Srimad Bhagavatam. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. 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 So, wir lesen aus dem fünften Kanto. Ich weiß nicht, welches Kapitel das ist, das steht hier nicht. Was ist der Titel des Kapitels? Hat jemand ein Buch in der Hand? Further Instructions of Jalabhara. Further Questions of Jalabhara. Further Instructions. Ja. Gut. Also dann lese ich in Deutsch. Und dann erstmal Sanskrit. Ne? Quacit vitoya sadito avidyate parasparam chalashate niranda asadya dvaram quacit agnitapto nirvidyate kva cha yakshair vitashu quacit vidoya sharito viyate parasparam chalashate nirandha asadya davam quacit agnitapto nirvidyate kvacha yakshair vitashuhu nirvidyate kvacha yakshair vitashuhu kvacit vidoya sarito vidyate kvacit vidoya sarito vidyate parasparam charashate niranda parasparam charashate niranda asatya davam kvacit agnitapto asatya davam kvacit agnitapto nirvidyate kvacha yakshair vitasu nirvidyate kvacha yakshair vitasu Asadhyadavam vachiratnitapto Nirvidyate kvacha
Shai Vritasu. Vachit Vitoya Sarito Viyati. Vachit Vitoya Sarito Viyati. Aras Paramchala Shate Niranda. Aras Paramchala Shate Niranda. Asatya Dhamam Vachit Amitapto. Asatya Dhamam Vachit Amitapto. Die Damen. Vachit Vitoya Sarito Viyati. Vachit Vitoya Sarito Viyati. Aras Param Charasate Nirandaha. Aras Param Charasate Nirandaha. Asadya Ramam Vachidami Dapto. Nirvidyate Kvachaya Sayavidasu. Vajivitoya Sahito Viyati. Aras Param Chala Shate Niranda. Asadya Dhamam Vachidami Tapto. Nirvidyate Vachaya Sahitasuhu. Vachit Vitoya Sarito Viyati. Aras Param Chala Shate Nirandaha. Aras Param Chala Shate Nirandaha. Asadya Dhamam Vachit Agni Tapto. Asadya Dhamam Vachit Agni Tapto. So, das ist in Deutsch. Was soll ich jetzt machen? Habt ihr übersetzt jemand? Ja, normalerweise Irina sollte hier sein, aber ich muss sprechen. Soll ich in Deutsch sprechen? Oder? Ja, ja, in Deutsch. Deutsch? Okay. Quachit, manchmal, Vitoya, ohne tiefes Wasser, Sarita, Flüsse, Aviyati, sie geht baden oder springt hinein, Parasparam, gegenseitig, Cha, und Balashate, Wünsche, Nidanda, ohne Vorrat an Speisen, Asadya, erfahrend, Davam, ein Waldbrand im Familienleben, Quachit, manchmal, Agnitapa, Agnitapta, von Feuer verbrannt. Nidvidyate ist verzagt. Quam, irgendwo. Cha und Yakshai, durch Könige, die wie Schurken und Diebe sind, die da weggenommen. Asu, Reichtum, der einem so lieb ist, wie das eigene Leben. Übersetzung und Erläuterung von Srila Prabhupada. Die bedingte Seele springt bisweilen in einen seichten Fluss
Oder wenn es ihr an Getreide mangelt, geht sie bei Leuten, die überhaupt nicht mildtätig sind, um Nahrung zu betteln. Manchmal leidet sie an der brennenden Hitze des Haushälterlebens, das mit einem Waldbrand verglichen wird. Und manchmal wird sie traurig, da ihr Reichtum, der ihr so lieb wie das eigene Leben ist, von Königen in Form von hohen Einkommenssteuern geraubt wird. So, ich bin das gewohnt, das den Vers gemeinsam zu lesen nochmal. Alle zusammen. Die bedenkte Seele springt bisweilen in einen seichten Fluss. Oder wenn es ihr an Getreide mangelt, geht sie bei Leuten, die überhaupt nicht mildtätig sind, um Nahrung betteln. Manchmal leidet sie an der brennenden Hitze des Haushälterlebens, das mit einem Waldbrand verglichen wird. Und manchmal ist sie so traurig, da ihr Reichtum, der ihr so lieb wie das eigene Leben ist, von Königen in Form von hohen Einkommenssteuern geraubt wird. Erläuterung. Wenn man aufgrund der sengenden Sonne zu sehr unter der Hitze leidet, springt man manchmal in einen Fluss, um sich Kühlung zu verschaffen. Wenn der Fluss jedoch fast ausgetrocknet und das Wasser zu seicht ist, kann man sich beim Hineinspringen die Knochen brechen. Die bedingte Seele ist ständig leidvollen Bedingungen ausgesetzt. Manchmal sind ihre Bemühungen, von Freunden Hilfe zu erhalten, genauso wie wenn sie in einen trockenen Fluss hineinspringen würde. Aus solchen Handlungen kann man keinen Nutzen ziehen. Man bricht sich nur die Knochen. Manchmal, wenn man unter Nahrungsmittelknappheit leidet, geht man vielleicht zu einem Menschen, der nicht in der Lage ist zu helfen, aber auch gar nicht dazu gewillt wäre. Bisweilen führt man ein Haushälterleben, das mit einem Waldbrand verglichen wird. Sangsaradhava Nidaloka. Wenn ein Mensch von der Regierung viele Steuern auferlegt bekommt, stimmt ihn das sehr traurig. Hohe Steuern veranlassen einen, seinen Verdienst zu verheimlichen. Doch trotz dieser Bemühungen sind die Regierungsbeamten oft so wachsam und einflussreich, dass sie alles Geld wegnehmen. Und die bedingte Seele wird dadurch sehr betrübt. So versuchen die Menschen in der materiellen Welt glücklich zu werden. Doch es ist, als ob man versuche, inmitten eines Waldbrandes glücklich zu sein. Niemand braucht, in den Wald zu gehen, um Feuer zu legen, denn es entzündet sich von selbst. Ebenso möchte niemand im Familienleben oder im weltlichen Leben unglücklich sein. Doch durch die Gesetze der Natur werden jedem Glück und Unglück aufgezwungen. Von jemand anderem unterhalten zu werden, ist sehr erniedrigend. Deshalb sollte gemäß dem vedischen System jeder unabhängig leben. Nur die Shudras sind nicht imstande, unabhängig zu leben. Sie sind verpflichtet, jemandem für ihren Unterhalt zu dienen. In den Shastras wird gesagt, Kalau Shudra Sambhava. In diesem Zeilen des Kali ist jeder für die Erhaltung seines Körpers von der Barmherzigkeit eines anderen abhängig. Deshalb wird jeder als Shudra eingestuft. Im 12. Kanto des Srimad Bhagavatam wird gesagt, dass die Regierung im Kali-Yuga Steuern erheben wird, ohne den Bürgern als Gegenleistung von Nutzen zu sein. Anavrishtya vinakyanti nirbhikshakara piritaha. In diesem Zeitalter wird es wenig regnen. Deshalb wird es eine Nahrungsmittelknappheit geben und die Bürger werden sehr unter Steuern zu leiden haben. Daher werden die Bürger ihre Versuche, ein friedvolles Leben zu führen, aufgeben, Heim und Herd verlassen und aus
lauter Enttäuschung in den Wald zu gehen. Quacit vituja rito viyate parasparam cha nashate nirandha asatya davam quacit agnitapto nirvityate quacha yakshair ritasuhu. Die bedingte Seele springt bisweilen in einen seichten Fluss, oder wenn es ihr an Getreide mangelt, geht sie bei Leuten, die überhaupt nicht mildtätig sind, um Nahrung betteln. Manchmal leidet sie an der brennenden Hitze des Hauselebens, das mit einem Waldbrand verglichen wird. Und manchmal wird sie traurig, da ihr Reichtum, der ihr so lieb wie das eigene Leben ist, von Königen in Form von hohen Einkommenssteuern geraubt wird. So, hier hören wir von Bardamas. Oder nicht Bardamas, sondern einer seiner folgenden Inkarnationen. Und er war der Sohn von Rishabhadev. Und Prabhupada erklärt, dass Rishabhadev, die Predigt Rishabhadevs, speziell für Sannyasis, wie hat man das in Deutsch? Ausgerichtet. Ja, ausgerichtet ist auf Sannyasi. Ja. Und hier auch, so hören wir, wie Chadabar, ne, zu Rahugana predigt. Im gleichen Stil. Und die ganzen Unterweisungen von Jadabar an den König sind sehr, sehr, dass man sehr direkt, kompromisslos. Und hier hören wir davon, dass nur wie das Lebewesen in der materiellen Welt dem Leid ausgesetzt ist. Ne? Oder Baba unter dem Einfluss der illusionierenden Energie, ne, hält sich jeder für einzigartig und jeder genießt und ist zufrieden mit dem, und wenn er es noch nicht hat, dann strebt er danach, glücklich zu werden in der materiellen Welt. Aber wie es hier heißt, ne, Teil der Schönheit Bhagavatams, leben wir ganz gleich, wo wir leben in der materiellen Welt. An den niederen Planeten, mittleren Planeten und höheren Planeten sind wir immer den Leiden ausgesetzt, der bedingten Seele ausgesetzt. Das Leid von Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Oder auch von Seiten nur des eigenen Körpers, von anderen Lebewesen oder von höherer Gewalt. Diesen Einfluss können wir uns nicht entziehen. Und wir nur später, wie sagt man, schlussfolgert, wie sagt man, concludes, ne? Ja, schlussfolgert, ist die einzige, der einzige Weg, einzige Alternative, dass man sich Krishna ergibt. Vorbehaltlos Krishna ergibt. Sich im hingebungsvollen Dienst beschäftigt. Weshalb ist das? Ne, weil das einfach unsere Veranlagung, unsere Position ist. Da können wir nichts dran ändern, obwohl wir uns bemühen, das zu ändern. Ne, wir wollen alle unabhängig sein, wir wollen im Zentrum stehen, wir wollen genießen hier. Ne, aber das ist nicht unsere Position. Unsere Position ist, dass wir ewig abhängig sind. Dass wir ewige Diener Krishnas sind. Nitya Krishna Das. Ne, wir sind ewige Diener Krishnas. Und durch unsere, wie sagt man, Fehler sozusagen, oder unser, wie sagt man das? Error, wie sagt man das? Error? Irrtum. Durch unser Irrtum, ne, sind wir hier in die materielle Welt gelangt. Nämlich den Irrtum, dass wir glauben, dass wir selber unermüdlich sein können. Dass wir niemanden zu dienen brauchen, oder Krishna nicht zu dienen brauchen. Ne, dass wir selber im Zentrum stehen wollen. Und durch diesen Fehler, da heißt es, die Shastras sagen, so wie diese Haltung sich manifestiert, wird man sofort, kommt man sofort unter den Einfluss der Erscheinungsweise der materiellen Natur.
der niederen Natur. Ja, das sind die drei Formen von Energie, die höhere Energie, die niedere Energie und die an der Grenze verlaufenden Kraft. Ja, das heißt, wir gehören zu der an der Grenze verlaufenden Kraft, der Tatasta Shakti. Tatasta Shakti, ne? Paula erklärt, Tatasta Shakti kann man vergleichen mit dem Strand. Ne? Manchmal ist der Strand bedeckt von Wasser und manchmal ist er nicht bedeckt von Wasser, ist trocken. Ne? In der gleichen Weise können wir uns entscheiden, unter dem Einfluss der höheren Energie zu stehen oder dem Einfluss der niederen Energie zu stehen. Im Grunde ist unsere, wie wir schon oft erwähnt haben, dass wir haben eine ganz winzige Unabhängigkeit. Und die Unabhängigkeit besteht im Grunde nur darin, dass wir entweder für Krishna entscheiden, uns Krishna ergeben wollen, oder dass wir uns Maya ergeben wollen. Also das heißt indirekt. Das ist unsere einzige Freiheit. Also wie wir uns Krishna ergeben, stehen wir dem Schutz Krishnas. Krishna gibt uns alles, was wir brauchen. Und so wie wir uns entscheiden, unabhängig zu sein, stehen wir dem Einfluss der niederen Natur. Und die gibt uns auch die Möglichkeit. Nur Krishna sagt in der Bhagavad-Gita, Parasya Shakti, Sarvasya Chahamridi Sannivishto, Smithi Jnanam Apohanam Cha. Ich befinde mich im Herzen aller Lebewesen. Von mir kommt Erinnern, Wissen und Vergessen. So, wenn wir Krishna vergessen wollen, dann bedeckt uns Krishna in der Weise, dass es uns praktisch unmöglich ist, zu verstehen, wer wir wirklich sind und was Gott ist und was unsere Beziehung zu Gott ist. Und so wie wir ernsthaft werden, uns ernsthaft bemühen, gibt uns Krishna die Möglichkeit von innen. Ja. Der Bhagavad-Gita sagt Krishna, dass in dem Maße, wie sich jemand ergibt, in dem Maße hilft, er gibt er die nötige Intelligenz, um Fortschritt zu machen. So, und hier hören wir von Jada Bharat, der Predigt zu Rahugan. Und Rahugan hat einen Fehler begangen. Bhagavatam heißt es, Rahugan war im Grunde auch ein qualifizierter König. Das heißt, er hatte im Grunde auch spirituelle Qualifikationen. Aber er vergaß. Nur die Kshatriyas, die wirklichen Kshatriyas, das waren Rajarishis. Das waren nicht nur Rajas, nicht nur Könige. Das war ein heilige König. Und die erfüllten einfach ihre Aufgabe. Und entsprechend zu den Gesetzen des Dharma regierten sie, stellten sicher, dass jeder in seinem Swadharma, in seiner gemäß der Erscheinungsweise, in seiner entsprechenden Position sich befindet. Entweder Brahmana, Kshatriya, Vaishya oder Shudra. Aber zur gleichen Zeit entwickelten sie auch ihr spirituelles Bewusstsein und waren dadurch, was erstaunlich ist, waren dadurch in der Lage, manchmal einfach zu entsagen. Wie zum Beispiel Parikshit Maharaj. Als Parikshit Maharaj verwünscht, dass man verflucht worden, zeigte sich seine außergewöhnliche, wie sagt man, Natur, dass er nicht gegen diesen Fluch anging. Und Prabhupada erklärt, im Grunde hätte Parikshit Maharaj diesen Fluch nur, wie sagt man das? Zurückweisen oder besiegen können. Aber weil er zur gleichen Zeit eine große heilige Person war, dann sah er das als Barmherzigkeit Krishnas. Sich nämlich, er war verflucht worden, 7 Tage den Körper abzugeben. Und er sah das nicht als, wie sagt man, nicht wirklich als einen Fluch, sondern als eine Segnung. Nur weil er dadurch in der Lage war, sich vorzubereiten auf den Tod. Er war sicher, dass er in 7 Tagen den Körper aufgeben muss. Und konnte sich dementsprechend darauf vorbereiten. Während keiner von uns
diese, wie sagt man, die Sicherheit, wann, oder wie sagt man, ja, keiner weiß, wann wir den Körper aufgeben müssen. Und das ist im Grunde ein großes Problem. Aber Parishinwa sah das anders. Er sagt, das sehe ich nicht. Und in dem Moment, nun, entsagt er aller Dinge, die er hatte. Und die vedischen Könige waren keine armen Leute. Die waren im Grunde, wurden respektiert wie Gott selbst. Und die waren ausgestattet mit allen möglichen wunderbaren Qualitäten und einem unbegreiflichen Reichtum. Wenn die Erde was sagte, das wurde absolut ernst genommen. Da gab es kein Parlament, wo das alles diskutiert wurde und so weiter. Ne? Sondern der König, der war in einer absoluten Position, der war der Repräsentant Gottes. Als solches wurde er respektiert. Ja. Und er akzeptiert. Und in dieser Situation, ne, obgleich er so reich war und so viel Einfluss hatte und so viel, ne, auch so viele Möglichkeiten hatte, war sofort bereit zu entsagen. Und verließ den Palast. Ne, nur im, wie sagt man das, im Underwear, wie sagt man das? Nicht in Hemd, nicht mal in Hemd. Ne, sondern nur sein Lungi, wie sagt man das in Deutsch? Und verließ den Palast und begab sich an das Ufer der Ganga. Hier sagt man, der Ganges. Ne? Aber in der vedischen Tradition ist es die Ganga. Gibt es übrigens auch in unseren modernen Sprachen. Zum Beispiel, hier sagt man der Mond. Ne? In Spanisch heißt es La Luna. Die Mond. Ne? Und die Sonne, ne? der Sonne in Spanisch. Anyway. Weiter. So, anyway, so der Punkt ist, dass er nur aller Dinge entsagte und sich an das Ufer der Ganga begab. Und die Sekunde, das Parikshin Maharaj, der war bekannt, die Pandavas, und das, nur weil das persönliche, wie sagt man, Beigesellte Krishnas waren, dann waren die bekannt im ganzen Universum. Und das heißt, im Srimad Bhagavatam, von vielen Teilen des Universums kamen große Persönlichkeiten, nur um Zeuge, wie sagt man, um Zeuge des Dahinscheidens, wisst man, ne? Parikshin Maharaj zu sein. Ja, das war ein wichtiges Moment. Jeder wusste, das war ein wichtiges Moment. Und so kamen große, alle möglichen großen Persönlichkeiten versammelten sich um Parikshin Maharaj. Und das heißt, Parikshin Maharaj begann sie zu fragen, was ist meine Pflicht jetzt, wo ich den Körper aufgeben muss? Was ist meine wichtigste Pflicht? Ja, im Grunde war seine Frage, ja, was soll ich hören, was soll ich chanten, ja, was soll ich, ja, und was soll ich verehren. Ja? Vier Dinge, kann ich nur noch an drei ein. Ja. Und er gab ihm verschiedene Ratschläge. Aber er war ja nicht zufrieden mit den ganzen Ratschlägen. Ja. Und nach kurzer Zeit, ja, sahen sie, dass eine große Persönlichkeit im Begriff war, sich zu nähern. Ja. Die zeigte alle Symptome, ne, einer großen Persönlichkeit. So heißt zum Beispiel, dass eines der Symptome einer großen Persönlichkeit ist, dass die Hände bis zu den Knien gehen oder bestimmte wie sagt man, Zeichen im Hals hat und so weiter. Die Augen, ganz besondere Augen auch und so weiter. Und weil die sehr gebildet waren, die Personen, die sie versammelt hat, konnten sie sofort wahrnehmen, als eine große Persönlichkeit. Und das heißt, dass sich all diese großen Persönlichkeiten, die gesessen hatten, die erhoben sich aus Respekt. Nur wenn eine wichtige Persönlichkeit kommt, sollte man nicht sitzen bleiben, sondern man sollte sie dementsprechend, wie sagt man, empfangen. Das nennt sich Vaishnava-Etikett. Das ist eine Sache, die wir alle lernen sollten, Vaishnava-Etikett. Wie man sich verhält als Vaishnava. So, diese Persönlichkeit, die näherte sich und Parishin Maharaj schuf ein, wie sagt man, oder nicht schuf, sondern empfing ihn, bot ihm Platz, wie sagt man, auf einem erhobenen Sitz. Und nachdem er
seine Ehrbietung und seine Gebete dargebracht hatte, ne, zu Sukadeva Goswami, der Sohn Vyasadevs. Begann er Fragen zu stellen. Und als er begann Fragen zu stellen, ne, Sukadeva Goswami war schon gereist. Ne, das, in einem Teil sagt schon der Prabhupada, dass er über die ganze Welt gereist war. Ich weiß jetzt zwar nicht, auf was sich das bezieht, aber ne, das wird dann gesagt. Und er hatte nach jemandem gesucht, dem er das wiederholen konnte, was er von seinem Vater empfangen hatte, von Srila Vyasadeva, mit der Srimad Bhagavatam. Und das war sehr schwierig, Menschen zu finden, die im ausreichenden Maße interessiert waren an so hohem Wissen. So, und als er diese Frage hörte, begann er erstmal, da gibt es viele Gebete oder Glorifikationen, wie sagt man? Glorifikation von Sukadeva Goswami, indem er diese Fragen lobpreist. War ekstatisch, ne? Manifestierte alle Symptome der Ekstase, nachdem er diese Frage gehört hat, ne? Die man normalerweise, wie wir schon erwähnt haben, sehr, sehr selten hört. Ne? Die meisten Menschen sind immer interessiert, ne, an wirtschaftlicher Entwicklung und Eigennutz, wie sagt man? Ne? Eigennutz, eigenen Nutzen und so. Keiner fragt danach, was ist meine Pflicht? Ne? Anbegriff, wie sagt man? Anbetracht des Todes. Das ist im Grunde die wichtigste Pflicht. Die wichtigste Frage, die wir uns stellen sollten. Ne? Atato Brahmajikas. Das Vedanta Sutta. Atato Brahmajikas. Jetzt, ne? Mit anderen Worten, nachdem wir so viele Formen durchwandert haben und letztlich eine menschliche Form des Lebens bekommen haben, sollen wir Fragen stellen nach dem Brahman, nach dem, was spirituell ist, oder das, was jenseits der wie sagt man, unser Begrenzung bezieht. Und dann begann er, diese Fragen zu beantworten. Und das ist der erste, so wie ich weiß, oder einer der ersten Verse. So endet der erste Kanto mit dieser Frage. Und am Anfang des zweiten Kantos beginnt Sukadeva Goswami diese Fragen zu beantworten. Und er sagt, man sollte über Krishna, über die höchste Persönlichkeit Gottes, hören, über ihn sprechen, ihn lobpreisen und ihm dienen. Das war im Grunde die Essenz von, das ist die Antwort, die er bekommen hat. Und er führt das noch weiter aus. So, der Punkt ist, dass, wie wir dazu gekommen sind, ist, dass diese großen Persönlichkeiten, Rajashis, obgleich die umgeben waren von so viel Reichtum und so viel Ehre und so wichtig waren, die waren in der Lage, in einem Moment alles aufzugeben. Wenn uns jemand sagt, ja, gib mal alles auf, genau wie Krishna sagt das Gleiche am Ende der Bhagavad Gita, gib alles auf, mit anderen Worten, und gib dich einfach mir hin. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, was passiert denn mit all den Dingen, für die ich verantwortlich bin und was ich habe und so weiter. Und dann sagt Krishna, mach dir keine Sorgen. Na, Sucha, ich mach mich dafür, Assume, wie sagt man das? Assume? I assume. Wie sagt man das? Ich akzeptiere die Verantwortung. So, und wie wir hier auch, die Vorgeschichte von diesem Vers ist, dass Bharata Maharaj, der war unterwiesen worden, der Shabadev, der hatte 100 Söhne. Ich weiß nicht mehr, waren es 5 oder so? Die waren die wichtigsten. Unter denen war Bharata Maharaj der wichtigste. Und der übernahm dann das Königreich. Aber im frühen Alter, und er war so bekannt, so berühmt, für das ganze Universum, dass der König,
ist, dass der Planet bekannt wurde als Bharatavarsha. Ne? Der trug den Namen Bharatas, dieser Planet. Ja, und er entsagte im frühen Alter. Was war das noch? 24, 25 Jahre oder so ähnlich? Ne? Weiß das hier noch jemand? So, ganz früh entsagte er und ging in den Wald. Das war zu der Zeit der Vorgang. Ja, in jedem Yoga gibt es bestimmte Praktiken, empfohlene Praktiken, um sich zu befreien von dieser Unwissenheit und wieder zu dem Punkt zu kommen, dass man sich Krishna völlig ergibt. Zu der Zeit war das, er zog sich in den Wald zurück, ein strikter Tapasya, Meditation über die Übersee. Und er war völlig vertieft in seine Meditation und seine Praktiken. Und eines Tages hörte er plötzlich das Brüllen eines Löwens oder Tigers, ich weiß nicht, wie das war. Und zur gleichen Zeit beobachtete er eine schwangere, wie sagt man, weibliches Reh, wie sagt man? Rehkuh. Eine Rehkuh. Und die war so erschrocken über das Gebrüll des Löwens, dass sie über einen Bach setzte, wie sagt man das? Ne? Und die war hochschwanger und verlor ihr Ricken, wie sagt man so? Ne? Die Kids. Ja. Kids, klingt ja Englisch. ja, und das Kleine lag auf dem Boden, die Mutter nahm Zuflucht in einer Höhle und vor Schrecken starb, sie gab den Körper. Und das beobachtete er, während er da in tiefer Meditation gesessen hatte. Und sofort spürte er, wie das man Mitleid mit dem kleinen Reh. Und nahm es zu sich ins Ashram. Und im Laufe der Zeit entwickelte er eine große Anhaftung an dieses Reh, an dieses kleine Reh. Und wurde dadurch abgelenkt von seinem spirituellen Leben. Ja, und da gibt es das hier in Bhagavatam, da erklärt Srila Prabhupada, war das eine Klasse über diesen Teil, wo Prabhupada sagt, der Fehler Bhagavatams in der Beziehung zum kleinen Reh war, dass sie dieses kleine Reh nicht spirituell sah, spirituell behandelt hat, ja, sondern dass er eine materielle Anhaftung entwickelt hat an das Reh. Das heißt, mit anderen Worten, Prabhupada gibt uns den Rat, dass wir möglichst mit allem, was wir tun und auch mit allen Kontakten, die wir haben, versuchen sollen, auf der spirituellen Ebene zu Gemeinschaft zu haben. Genau wie hier auch in der Erläuterung, erklärt Srila Prabhupada, das Feuer, und erwähnt er das Feuer des Haushaltslebens. Ne, da gibt es zwei Begriffe. Da gibt es Grihastha und Grihamedi. Ne, Grihamedi bezieht sich auf das, was Prabhupada hier erklärt. Ne, die völlig verwirrt sind von ihren materiellen Wünschen und so viele Probleme haben im Zusammenleben. Während Grihastha, das Zentrum des Grihastha-Lebens oder des gottgeweihten Familienlebens ist Krishna. Ne, Krishna steht im Zentrum. Das sehen wir, so wie wir Krishna vergessen, gibt es Probleme. Das heißt, im Zentrum, all diese verschiedenen Ordnungen, sei es Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha und Sannyas, sollte immer Krishna stehen. Krishna sollte das Ziel oder beziehungsweise das Ziel all unserer Bemühungen sein. Und Prabhupada dazu auch erklärt, wenn wir Gott geweiht werden, befinden uns in einer ganz anderen Erscheinungsweise. So, der Punkt ist hier, so wie man, wenn man unter dem Einfluss der Erscheinungsweisen steht, dann wird das ein sehr kompliziertes Leben, höllisches Leben. Ne, ein paar Mal erwähnt hier auch, dass im Grunde das Fehlen von Dharma, wie sagt man, religiöser, echter religiöser Führung, alles entartet. Das sind auch
Prabhupada erwähnt hier in der Erläuterung auch, dass, ne, dass es in, besonders in diesem Zeitalter des Kali Yuga, dass es schlimmer und schlimmer und schlimmer wird. Dadurch, dass das Dharma verloren geht, dass die göttliche, ich sag mal, die göttliche Ordnung verloren geht. Ja. Und da gibt es Vorhersagen im Srimad Bhagavatam, im 12. Kapitel, ja, wie dieses Kali Yuga, ja, wie sich das entwickelt. Ja, erstmal wird das Leben kürzer. Ne, zum Ende des Kali-Yugas leben wir, wie es vorher gesagt wird, höchstens noch 20, 30 Jahre. Ne, wenn man sich in dem Alter befindet, ist man schon ein Greis. Die Führer sind nur noch Betrüger. Ne, Prabhupada erwähnt hier, dass die mehr und mehr die Steuern, erhöhen. Ne, die Steuern mehr und mehr erhöhen. Ja, dass die Menschen mehr und mehr verzweifelt sind. Das sehen wir in der Entwicklung, zum Beispiel auch hier. Ne, in der sogenannten Bundesrepublik Deutschland. Ja, wenn die Steuern mehr und mehr erhöht. Prabhupada hat mal erklärt, dass in dem vedischen Konzept, dass da gar keine Steuern bezahlt werden. Wenn der König ist der Besitzer, wie sagt man, seines Reichs, und er gibt Land, ja, den Menschen, dass sie unabhängig sein können. Und ein Teil, ich kann mich nicht mehr erinnern, glaube ich, ein Viertel war das, ne, von der Ernte oder was sie produzierten, das wurde als Steuer beigetragen, gegeben. Und dann gab es nicht Mehrwertsteuer und so viele andere Steuern, Umsatzsteuer und wer weiß was alles. Ne, und ja, praktisch jede Woche wird im Bundestag werden neue Gesetze erfunden. Ne, um noch den Leuten noch mehr zu besteuern. Ja, weil die Regierung auch überhaupt keine große Ahnung hat, zumindest nach dem vedischen Standard, zu regieren. Regieren bedeutet nach dem vedischen Standard, dass die Regierung sich darum kümmern muss, dass jedes Mitglied der Gesellschaft seinen Nutzen aus dieser menschlichen Lebensform zieht. Dass jeder seine Pflichten erfüllt, gemäß des Dharma und spirituellen Fortschritt noch. Mehr und mehr erleuchtet werden. Prabhupada erwähnt hier, dass gebildete, zivilisierte Menschen, dass sie unabhängig sind. Die Brahmanas waren unabhängig, die Kshatriyas waren unabhängig und die Vaishyas, die Bauern oder wie sagt man, Händler, alle unabhängig, dass nur die Shudras abhängig sind. Und das sehen wir heute. Ne? Im Bhagavatam heißt es, dass wir im Kali-Yuga nur noch als Shudras gebunden sind. Und Prabhupada erwähnt das hier, was das bedeutet, dass wir alle in ein Abhängigkeitsverhältnis stehen müssen. Ne? Wir können nicht unabhängig leben. Ne? Wie zum Beispiel früher hat man Land gehabt, hat das produziert, was man brauchte zum Leben. Und was drüber war, wie sagt man, über? Was über war, über, das tauschte man. Ja, da gab es keine Euros, Papiergeld, ja, sondern man tauschte. Und wenn man Geld benutzte, war das Gold. Das hatte Wert, da gab es keine Inflation, sondern Gold war Gold. Und das ist interessant. Ne? Das habe ich mal beobachtet in Indien. Ne? Eine der ersten Male, dass wir in Indien gereist sind. Er hat uns einen sehr interessanten Punkt erklärt. Nur, dass wenn die Leute in Indien kaufen, zum Beispiel Töpfe oder so, ne, die aus Metall sind, wie gesagt, also nicht Plastik, also alles echt, ne, alles, dass die dann, wenn die finanzielle Probleme hatten, dann gingen sie hin und verkauften die. Und das wurde gewogen, ne, nach dem Wert des Metalls. Das heißt, es verlor nicht an Wert. Anyway, so der Punkt ist, dass nur diese Unabhängigkeit ist sehr wichtig. Ne? Die Brahmanas waren abhängig von Krishna. Die Kshatriyas standen oder bekamen den Rat, den sie brauchten, von den Brahmanas. Und die Brahmanas sahen das unter ihrer Ehre, ein Gehalt zu empfangen. Ne? Wenn die Minister waren oder Ratgeber des Königs, die wurden nicht bezahlt. Sondern die hingen von Krishna, was Krishna uns gibt. Das Beispiel, was immer wieder erwähnt hat, ist Chanakya Pandit. Ja, Chanakya Pandit war ein armer Brahmana, der lebte außerhalb des Palastes des Königs.
war der wichtigste Minister in der Regierung des Königs. Und der, das war unter seiner Würde, ein Gehalt zu bekommen. Ja, weil man dadurch abhängig wird. Ja, wenn man Geld bekommt, wenn man bezahlt wird für irgendwas, dann wird man abhängig. Und der König kam sehr demütig, ne, bat ihm um Rat. Und Chanakya Pandit, der gab ihm den Rat, gegründet auf den Shastras. Nichts Erfundenes oder Spekuliertes, sondern er gründete alles seinen Rat auf den Shastras. Und deshalb war das Fisema, wie sagt man Fisema? Das war bedeutsam, das war bedeutsam. Ja? In der vedischen Zeit wurde es hoch respektiert, vedisches Wissen. Ja, genau in der Einladung, ich glaube, es war eine Einladung von Ishopanisha. Da sagt Prabhupada, ne, im vedischen Kontext, wenn da irgendjemand was sagte, dann wurde gefragt, wo kommt das her, wo hast du das her? Und wenn man das Shastras belegen konnte, dann wurde es akzeptiert, sonst nicht. So, Chanakya Pandit gab dem König einen guten Ratschlag. Da heißt es auch eine Sache, die er nie machte, war, der ging nie in den Palast des Königs, um nicht zu beeinflusst werden von den ganzen Reichtümern oder was immer da war. Und das war der Reichtum der Brahmen, das Wissen. Das ist der wirkliche Reichtum eines Brahmen. Kshatriyas, die brauchten, wie sagt man das, Macht, ne, wie sagt man das? Macht. Aber die hatten auch eine Pflicht. Die wichtigste Pflicht der Kshatriyas war, die Schutzbedürftigen zu beschützen. Und wie Prabhupada sie gesagt hat, ne, heute werden die Steuern mehr und mehr erhöht, die Politiker werden mächtiger oder reicher. Sondern im vedischen Kontext und im Zusammenhang war das so, dass das Geld, was kassiert wurde, das wurde zum Nutzen der Menschen benutzt, zu ihrem Schutz. Dass sie ungestört, friedlich sich der wichtigsten Aufgabe im Leben widmen konnten, nämlich mehr und mehr Krishna-bewusst zu werden, mehr und mehr Gottbewusst zu werden, mehr und mehr sich Krishna zu ergeben. Und die Vaishyas waren auch unabhängig, wie wir schon erklärt haben. Die produzierten auf ihrem Land das, was sie brauchten. Und Prabhupada hat das oft kritisiert, dass die Menschen heute so viel reisen. Oder beziehungsweise, dass sie so lange mit der S-Bahn, U-Bahn oder was immer, mit dem Flugzeug fliegen müssen, um zur Arbeit zu gelangen. Völlig unnatürlich. Nach dem vedischen Konzept ist das, dass man produziert das, was man braucht. Die Vaishyas beschäftigen sich mit drei Dingen: Kvichi, Godakshya, Vaniya. Godakshya bedeutet, dass sie sich um die Kühe kümmerten, die Kühe beschützen. Ich habe schon oft erwähnt, in der vedischen Kultur war das so, wenn zum Beispiel eine Kuh keine Milch mehr gab, dann wurde sie nicht verkauft oder geschlachtet oder dergleichen, sondern wurde einfach das Tor aufgemacht und die wurde befreit, die ging dann. Und keiner kam auf die Idee, die zu töten. Nicht wie heute. Heute, manchmal hört man es oder in den Nachrichten irgendwo, ist plötzlich eine Kuh in New York City, ne? oder was war hier, in Köln, ne? Auf der Einkaufsstraße. Ne? Wie sagt man, auf der Fuß, wie sagt man das noch? In der Fußgängerzone, eine Kuh. Ne? Oder, ne? Was gar kann die Polizei und wenn die dann störrisch ist, dann müssen die betäuben, ne? Und so weiter und so weiter und so weiter. In der vedischen Kultur erschien eine Kuh. Und die Leute brachten ja Ehrbietung da. Sie respektierten sie. Weil es ist nach dem vedischen Prinzip, es ist eine unserer Mütter. Wenn man eine Kuh schlecht behandelt, bekommt man die gleichen Reaktionen, wie man seine eigene Mutter misshandelt. Das ist das vedische Prinzip. So, die Vaishyas, die Godakshya, die kümmern sich um den Schutz der Kühe. Krishi, Godakshya. Krishi bedeutet Acker oder wie sagt man das, Pflücht. Und Vaniyam, Handel treiben. Und da gab es auch strikte Regeln beim Handel treiben. Da gab es keinen Schwarzmarkt wie heute.
Ja, und der König war sehr, sehr strikt in der Erfüllung seiner Pflicht. Da gab es keine großen Gerichte, sondern wenn irgendjemand irgendwas verbrochen hatte, dann wurde direkt vom König bestraft. Der König schlug den Mörder, der hinkte, wie sagt man das in Deutsch? Ja. Oder der tötete. Oder wenn jemand gestohlen hat, dann schlug er ihm die Hand ab. Das ist übrigens ein Prinzip, was in einigen muslimischen Ländern immer noch gemacht wird. Und weshalb existieren diese harten Strafen? Das ist eine Form von Abschreckung. In einem Platz, wo den Dieben die Hand abgeschlagen, da stiehlt einfach keiner. Oder in einem Land, wo für jeden Mord jemand aufgehängt wird, da wie sagt man, vermeidet man, jemanden zu töten. Heute ist es ganz anders. Ich weiß nicht, ich kenne mich nicht mehr so gut aus in Deutschland, in den Ländern, wo ich jetzt wieder bin. Da stiehlt jemand und nach kurzer Zeit wird er entlassen, weil die überfüllt sind, die Gefängnisse. Nur zu kompliziert. Und wenn man dann ein bisschen Geld hat, ein bisschen Geld unter den Tisch, wie sagt man, zureichen kann, dann ist alles möglich. Wird man von allen möglichen Sachen befreit. So, das ist. Wie lange ist die Klasse noch? Bis 9. Ja, das ist dann, und die Vorhersagen im Bhagavatam, in Bezug auf das Kali Yoga, wie das endet, oder was die Qualitäten sind, die sich entwickeln. Zum Beispiel habe ich gerade gelesen, das ist ein bisschen kompliziert, das jetzt zu lesen, weil es in Englisch ist. Eine der Vorhersagen ist, dass im Kali Yoga die Menschen, wenn sie schön sein wollen, dass sie sehr viel Wert legen auf ihr Haar. Lange Haare oder wer weiß was, so besondere Frisuren, Bärte und Schnurrbärte und alles. Hare Krishna. das ist nicht genau die Vorstellung. In der vedischen Kultur, da war man vor allen Dingen große Persönlichkeiten, die wichtig waren, die waren geschmückt mit ihren Qualitäten, nicht mit Schmuck oder Tattoos oder dergleichen, sondern die wurden identifiziert. Die waren schön durch ihre Qualitäten. So, und diese Qualitäten, die gehen mehr und mehr verloren. Das Leben wird kürzer. Es wird schwieriger und schwieriger zu kooperieren, wie sagt man das? Ja. Payana. Payana, Payana, Sabya. No. Da gibt es einen sehr schönen Vers von Kapila Muni, wo die Qualitäten beschrieben werden einer heiligen Person. Ja, das ist zum Beispiel, dass er tolerant ist, dass er barmherzig ist, dass er mit allen Lebewesen, alle Lebewesen als seine, wie sagt man, Brüder sieht, wie sagt man das? Ja, dass er Tadrishava Karunika Surida Sarve Ajata Shatra Vashanti, dass er keine Feinde hat. Da mögen so viele Menschen sein, die neidisch sind, aber er behält diese Vision, dass er keinen als Feind akzeptiert. Dikshava Karunika Surida Ajata Shatrava Shantim, friedlich, ausgeglichen, hat seine Sinne unter Kontrolle, seinen Geist unter Kontrolle. Und Sadhava bedeutet, dass alles, was er tut, alles, was er sagt, auf Shastras gegründet ist. Nicht gegründet auf Spekulation oder Erfindung oder Modernität oder dergleichen. Alles gegründet auf wirklichem Wissen, vollkommenem Wissen. Das ist unser Schmuck. Das sollte unser Schmuck sein. Irgendwelche Fragen dazu? Ich will das nicht überziehen hier. Ja? Gibt es im Kali Yuga ein goldenes Zeitalter quasi? Und wird in diesem goldenen Zeitalter es auch möglich sein, eine Regierung zu haben, die wieder
so nach vedischen Prinzipien regiert? Oder? Das ist, was bedeutet, goldenes Zeitalter. Okay. Es wird alles in Ordnung. Alles begründet auf wirklichem Wissen. Da heißt es, ja, Shastras heißt es, dass es zum Ende des Kali-Yuga, erstmal kommt Kali, die, nein, nicht Kali, Kalki. Kalki, nicht Kali. Kommt Kalki. Und das heißt, ne, das, Kalki wird in einer Familie geboren von großen Seelen. Es ist erstaunlich, dass diese großen Seelen noch existieren zum Ende des Kali. Aber was heißt das? Dass er in einer ganz besonderen Familie geboren wird. Und dass er sich auf ein Pferd erhebt und ein Schwert ergreift. Und dass er keine Predigt, da spricht nur wie, nicht wie Krishna die Bhagavad Gita gesprochen hat. Nur Kalki spricht nicht mehr. Sondern er handelt nur noch. Er vernichtet alles, was dem, alle Personen, die dämonisch sind. Und mit dem Schwert. Und dadurch erlangen sie Befreiung, dadurch, dass sie direkt von Kalki getötet werden. Und dann heißt es, da gibt es noch Vaishnavas, die bilden die Brücke in das neue Satya-Yuga. Oder das nächste Satya-Yuga, das goldene Satya-Yuga. Ja, ist das okay? Ja, welche Fragen noch? Ja. Sind die Erläuterungen von Hridayanandas Goswami? Von was? Von Hridayanandas Goswami, sind die legitim, wenn man die liest? Ich verstehe, was? Die letzten zwei Kantos sind ja, also der vierte Kanto übersetzt von Hridayanandas Goswami, soweit ich das weiß. Und ich meine, manchmal, wenn man das liest, dann findet man ein bisschen eine andere Mut. Das wurde damals, als Prabhupada uns verlassen hat. Da wurde vom GBC entschieden, ne, wie die Übersetzung weiter, wie sagt man, weitergeführt werden soll. Und dann wurde Hridayananda Maharsha und Gopi Paradana, die wurden ernannt. Ernannt, ja. Ne, um diese Texte zu übersetzen. Ja. Das war die Umstände zu der Zeit. Ja. Und die sind auch legitim. Autos hier? Klar, wir vermissen ein bisschen den letzten Kanto und so. Ne? Wie sagt man, die unglaublichen Purpose von Srila Prabhupada, ne? Gibt in den letzten Kantos, ich habe hier den 12. Kanto, ne? Da sind viele, viele Texte, die haben gar keine Erläuterung. Das ist halt nicht das Gleiche wie von Prabhupada. Wolltest du was dazu sagen? Wenn man das liest, dann die Devotis beziehen sich halt auch voll auf Prabhupadas Aussagen. Ja, und halt der, ja, so sie zitieren auch viel, die zitieren auch viel Prabhupada. Sehr viel. Ja, in ihren Übersetzungen. Und dadurch haben wir trotzdem Prabhupada enthalten, auch im 11. Kanto. Ja, tschau. Und es gab Bücher, wo nur Hridayananda Maharajas Name erwähnt wurden, aber in den späteren Ausgaben steht ja die Disciples von Prabhupada, wo man auch sieht, das ist ja eine Gruppe gewesen, die das übersetzt hat, und nicht nur Maharaja. Ja, vor allem Gopi Paradana. Eine sehr außergewöhnliche Persönlichkeit. Ist leider auch nicht mehr da. Ja. Welche außergewöhnliche Persönlichkeit? Gopi Paradana. Der hat uns auch das Bhagavatamrita übersetzt. Von dem Prabhupada gesagt hat, dass wir das auch lesen sollten, das Bhagavatamrita. Es gibt einige Bücher, die Prabhupada erwähnt, deswegen. Die übersetzt werden sollten oder die wohl nicht zugänglich sein sollen. Okay, danke für die Antwort. Danke für die Antwort. Noch eine Frage? Oder Kommentar? Wollt ihr noch was sagen, Donna? Ich frage, die Kshatriyas, wie sind die eigentlich unabhängig, weil die müssen ja auch von was leben. Die Vaishyas, die produzieren ihr Essen, die Könige kriegen ihr. Aber die anderen Kshatriyas, die Kämpfer, die Polizisten, die müssen ja auch irgendwie
von was leben oder wie sind die unabhängig? Ja, dass sie ja klar, die sind, stehen auch unter dem, unter wie sagt man, bekommen den Rat, wie sagt man das? Wie sagt man, von dem Brahma, das, ne? Im Grunde sind die nicht wirklich alle unabhängig, sondern man kann ja nicht, es gibt, geht ja gar nicht, völlig unabhängig zu sein. Ja, letztlich sind wir alle abhängig von entweder von der materiellen Natur oder von Krishna, oder letztlich von Krishna. Ja. Aber die Kshatriyas, die waren auch ganz besonders bevollmächtigt. Ja, ganz besonders bevollmächtigt. Das heißt, die hörten nur auf die Brahmanas, und die waren nur das transzendentale Wissen wichtig, nicht irgendwelche, wie sagt man, Spekulationen oder nur zum Beispiel, wie wir erwähnt haben, im Gericht. Ne? Heute wird so viel, hier kenne ich mich nicht mehr aus Amerika, ist das wahnsinnig, was die Anwälte und so weiter da, ne, verdienen. Ja? Während zur vedischen Zeit, da gab es, ne, die Kshatriyas waren auch geschult, das heißt, das waren auch super Psychologen auch. Nur wenn da jemand vor ihnen lügte, wussten sie das. Da konnte keiner, weiß man, das konnte kein Mensch, wie sagt man das? Was verbergen. Ja, konnte kein Mensch verbergen. So. Ja. Das war eine ganz andere Atmosphäre. Ja. Da gab es diese, wie sagt man, diese, den Einfluss der niederen Erscheinungsweisen, die war nicht so stark wie heute. Und heute werden wir völlig dominiert von den niederen Erscheinungsweisen. Ja. Ja, die Vaishyas, die waren auch im Grunde in gewisser Weise abhängig, die mussten Steuern bezahlen. Aber die produzierten selber. In dem Sinne waren sie wirtschaftlich unabhängig. Und Shooter, Paul sagt, Shooter bedeutet, dass man, ne, man macht vielleicht eine Ausbildung bekommen, aber danach muss man von Tür zu Tür gehen und demütig um Arbeit, die Arbeit bilden. Auch zum Beispiel habe ich jetzt gehört, dass ich habe da eine, da war jemand vor ein paar Tagen hier und ein junges Mädchen, die hat gerade ihre Schulausbildung zu Ende, Abitur gemacht und so weiter. Und die wollte Medizin studieren. Dann hat sie mir erzählt, dass da unheimliche Kompetenz, wie sagt man, Wettbewerb ist, wie sagt man das in Deutsch? Ja, Competition. Ja, dass man überhaupt akzeptiert wird, Medizin zu studieren. Da muss man ganz besondere Noten haben, ganz besondere Beziehungen haben und so weiter. Ja. Ja. Ist nicht so einfach. Gut, dann machen wir Schluss. Vielen Dank für eure Geduld. Hare Krishna. Okay. Hast du auch was? Ja, aber du kannst das entscheiden, wie du zum Beispiel, das ist noch aus Vrindavan. Ach, Vrindavan? Beides, ja. Ah, ihr wart gerade in Vrindavan? Ihr reist viel nach Vrindavan, ne? So, dann geht.